Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Mit mir werden sofort. Und zwar spielen wir heute auf dem Trickity.net Server. Eine kleine Runde Skywars. Und wie ihr schon im Tab seht, hier Brian ist in der Runde. Und zwar möchte ich heute euch mal den Server ein bisschen vorstellen. Also ich spiele jetzt gerade hier eine Runde Skywars. Und ja, ihr könnt ja auf jeden Fall mal drauf schauen. Oh mein Gott. Oh. Geh raus. Raus mit dir. Ah, shit. Da wurde ich instant von Brian gekillt. Ja. Auf jeden Fall, gehe ich mir mal in die Hub. Und dann kann ich euch schon mal ein bisschen zeigen, was man hier alles machen kann. Also. Man kann zum Beispiel am Spawn die Daily Rewards abholen. Einmal Goldcoin, Diamond und Coin. Hier ist alles auf Englisch, also deswegen nicht wundern. Ich habe jetzt, keine Ahnung, nicht also umgestellt, sondern es ist halt auf Englisch. Also hier Automatic Nickname ist auch auf Englisch. Und ja, hier Goldcoin, Coin und Diamond. Dann kann man dadurch jetzt sich Sachen kaufen. Hier unten im Profile, ist ganz wichtig, hier Profile. Dann kann man hier da Cosmetic klicken. Es gibt hier Partikel, Köpfe, Haustiere, Banner und Ballons. Die Ballons kosten zum Beispiel jetzt 10.000. Ihr könnt euch auch zum Beispiel Skywars Kits kaufen. Das geht natürlich auch. Und dadurch könnt ihr ja halt dann bessere Sachen und im Skywars zum Beispiel haben oder in anderen Games. Zum Beispiel, es gibt hier Survival Games, dann gibt es Super Jump. Super Jump ist quasi ein Spielmodus, wo ihr gegeneinander Jump Run macht und das sind zwei Leute. Ja. Was? Auch schon das. Dann, 1 vs 1 gibt es hier Stuff, also da ist dann quasi Personal an der Stelle, das ist dann quasi Teammitglieder. Hier sieht man das nochmal: Senior Stuff, Administrator, Administrator, Administrator. Und ja. Dann gibt es hier UAC Games, QSG, FFA und so weiter. Und dann gucken wir mal, wie wir hier noch in eine Runde reinkommen. Da ist eine Welt drin. So, dann spielen wir noch eine Runde Skywars. Oh Gott, Hilfe. Okay. Oh. Auf jeden Fall sind gerade 70 Leute online von 200, also auf dem Server bekommt man ab 500 Abonnenten einen YouTuber-Rang und ab 250 Premium Plus, also genau die Hälfte. Und dann hat man diese ganzen Vorteile hier, als Premium Plus müsste man nur ein Sneak-Item haben, ich bin mir gerade aber nicht ganz sicher. Und ja. So, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Abo und Like und einen Kommentar da. Bis dahin, haut noch rein und tschüss!